Ja, hallo, Servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Alan Wake. Wir sind irgendwie auf der Flucht quer durch die ganze Stadt. Oh, Thermosflasche. Quer durch die ganze Stadt. Zum Glück haben wir die Frau Sheriff an unserer Seite. Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey-Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Eben, weil meine Romane versuchen uns alle gerade zu kühlen. Sind wir da? Children's Books. Sehen. Ob wir hier noch was entdecken können. Es dürfte ja im Moment relativ friedlich und ruhig sein. Naja, okay, aber da gibt es nichts zum Entdecken. Oder zumindest hätte ich es wieder mal effizient übersehen. Naja. So, wo ist sie denn? Da ist eine Manuskriptseite. Cynthias Arbeit. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls, markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Alles klar. Also diese Cynthia Weber ist diejenige, die diese seltsamen gelben Infos hinterlässt. Und jo, ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis dieser Krieg zwischen Licht und Dunkel zum Finale kommen wird. Ich sehe Barry nicht. Da, Wake, ist er das vielleicht? Das ist der Weg zum Hubschrauber. Das könnte auf Barry zutreffen, ja. No. Kiste. Geil, Leuchtpistolenmunition. Ich meine, ich befürchte ja mal fast, der letzte Bossfight ist ja schon länger her. Ich glaube, wir werden es nicht so leicht haben bis zum Hubschrauber. Unheimlich. Thermoskanne. Manuskriptseite könnte ich jetzt keine sehen. Hey du, auf geht's. Oh, einfach zu viel Munition. Das hat schon was zu bedeuten. Wenn uns dieses Spiel viel Munition gönnt, dann. Habe Angst. So, da ist nichts. Da drinnen. Mann, das gibt's heute. Barry im Warenhaus. Im Warenhaus von Bright Falls erhob sich Barry wieder und klopfte sich den Staub ab. Neben den Dosen mit den gebackenen Bohnen war ein geschlossener Behälter mit Leuchtpistolen. Und gleich in Reichweite stand eine Tonne mit Brechstangen. Barrys Lächeln wurde breiter, als ihm klar wurde, dass dies die klassische Filmszene war, in der der Held sich bis an die Zähne bewaffnet. Barry ging in der Rolle voll auf. Das kann ich mir irgendwie bei dem gut vorstellen. Aber es wäre geil, wenn wir dann so richtig fettes Finale hätten. Die Frau Sheriff. Ich merke mir ihren Namen nach. Sarah? Heißt sie Sarah? Ich weiß es nicht. Die Sheriff, Barry und wir halt. Und alle bis auf die Zähne bewaffnet mit Leuchtmunition. So. Ich bin gespannt, ob das gut geht. Ob wir natürlich Alice retten können. Wäre richtig cool und so ein richtig schönes, kitschiges Finale dann abspannen. Alle feiern beim Hirschfest und sind glücklich und zufrieden. Ich bin gespannt, ob wir ein Happy End erwarten können. Und das sieht nach Boss Arena aus. So, noch nicht reingehen. Wir haben. Ich wechsle mal auf Ich die. werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Sie kommen. Alles klar. So. Frau Sheriff.
Oh, wie viele. Aber wir haben 8 Leuchtfackeln, wir können sie kurz mal beschäftigen. So. Ich... Ah, Mist, er ist entwischt. Wer? Ah, der. Alles kein Problem. So, kommst du bitte wieder hoch? Omega-3-Fettsäuren sind gut für das Herz. Boah, der ist schnell. Oh! Ja. Du stehst im Weg. Boah, die sind verdammt schnell. Ich muss nachladen. So, war's das jetzt? Ich glaube, das war's jetzt. Easy. Okay, ist offen. Na los, Wake. Ja, die haben ein notorisches Problem mit Aufsperren in Bright Falls. Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht. Wieso? Tja, das ist Tradition. So, ich könnte mir vorstellen, vielleicht auf einer der Bänke. Nein, keine Manuskriptseite. Warum stelle ich mir Dinge vor? Da liegt eine Manuskriptseite. Ja. Wer die Folge kennt, ich habe eine Aversion gegen Kugelskulpturen. So, was sagt denn unser Manuskript? Das Dunkel jagt Wake. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Oje, ich habe da ein schlechtes Gefühl, was die Frau Sheriff betrifft. Ich hoffe ja nicht, dass sie ähnlich wie Rose dann quasi in Besitz genommen wird. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar, der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Naja, gut. Wir haben 5 Leuchtfackeln. Was soll denn schon schief gehen? So, durchgeladen hätten wir. Kein gutes Gefühl. Da hinten ist eine Thermoskanne. Ja, bitte. Geht ja schon los. Geht ja schon los. Wir bleiben da hinten. Wir verwenden die Buchregale als... Oder auch nicht. Sie haben das Recht zu schweigen. Weiterschießen! Ja, wie denn? Muss nachladen. Ich muss doch nachladen, das geht ja nicht so schnell. Alan Wake, ein begnadeter Schreiberling, aber was sind denn das da hinten? Okay, ich hol mal zuerst die Thermoskanne. Man muss ja Prioritäten setzen. Oh, ich hoffe so, dass die nicht irgendwie vom Dunkel dann beeinflusst wird. Wir brauchen sie. Also ohne ihr hätte ich wahrscheinlich die Stelle bis daher überhaupt nicht überlebt. Was haben wir da? Gar nichts, ne. Oh, ich hoffe, es war nur die Heizung und nicht das Krematorium. So, weiter geht's. Raus da. Bam! Haben Sie den Notruf gewählt? Der
hat wohl das Licht gesehen, hä? Barry! Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann! Wie Knoblauch gegen Vampire. Wie geil. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, Barry ist einfach wirklich der Coolste. Mit der Stirnlampe, mit der Weihnachtsbeleuchtung. Wir rennen da mit normalen Taschenlampen rum. Ich glaube, so beleuchtet wie Barry ist, killt er die Gegner nur durch einfaches, bloßes Hinsehen. Kann ich da durch? Nein, kann ich nicht. Ja, können wir nicht irgendwie ein Auto nehmen? Auf dem Weg zu wo noch immer hin, zum Hubschrauber. Okay, das wird dann gleich hier hochgehen wahrscheinlich. So, Batterien haben wir genug. Check nur nochmal die Lage, ob uns jemand folgt. Ziemlich große Ortschaft, muss ich sagen. Okay, auf geht's. Hubschrauber. Oh, ihr seid langsam. Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Mein flammendes Auge von Mordor. Wie geil. Okay, etwas übertrieben. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistkerl. Ja, ich will auch eine Stirnlampe, wie gesagt. Man muss die Dinger nur ansehen und sie fallen tot um. So, auf der Suche nach einem Screenshot. Egal, Manuskriptseite, was sagt unser Manuskript? Alice wird im Dunkel gefangen. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Gut, also noch dürfte Alice nicht komplett verloren sein. Mal sehen, ob wir es schaffen. Oh, bitte, wo ist denn der Hubschrauberlandeplatz? Oben, auf der Bergkuppe? Wenn dir jemand einen Schulbus vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Da hinten blinkt. Ja, okay, dich hätten wir. Du warst jetzt sehr leicht. Eh, ihr braucht mir eh nicht helfen. Bleibt einfach dort stehen. Aber wir haben zwei neue Blendgranaten und die sind ja richtig derb. Die sollten wir uns aufheben für harte Gegner. So, wohin laufen wir denn? So nicht, mein Lieber. Oh, wir sind ungezielt. Leuchtfackel. Wow, das war sehr knapp. Danke, Barry. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Irgendwie bin ich kämpferisch der größte Loser von uns dreien, ha? So. Der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um ihn startklar zu machen. Beeilen Sie sich! Ich will hier endlich weg! War klar. Es liegt eine Menge Munition in der Gegend rum. Und Blendgranaten. Oh, wir haben ja richtig viel Blendgranaten. Ich meine, ich möchte nicht alles verballern, aber wenn es sein muss, wenn es gar nicht anders hilft. So, unsere Batterien sind noch voll. Aufgeladen hätten wir. Gegenstandslimit erreicht. Pumpgun. Wir haben die Pumpgun. Ich weiß nicht, ob wir die Dinger auch verwenden können. Ich traue mich da jetzt nicht dagegen schießen. Das
bin mir sicher, das wird jetzt ein richtiges Massaker. Noch eine Blendgranate. Ja, egal. Bringen wir es hinter uns. Oh, irgendwie. Ich bin gespannt. Und Scheinwerfer. Was? Wo? Ja, lasst mich einfach da unten stehen. Stimmt schon. Ist schon okay. Wer braucht denn schon den Autor? Den Schreiberling. Sie kriegen sie nie zurück. Oh, wohl. Wir sind noch nicht startklar. Bereit machen. Ich wehr sie ab. Ach, das geht. Das geht. Das geht. Wir können das verwenden. Die Fässchen. So. Wow, was war das? Den Angriff überstehen. Ja, da hinten kommen die nächsten. Oh, das Licht geht aus, das Licht geht aus. Au! Ja, nachladen und gleich mal Leuchtfackel. So, ich möchte noch nicht die richtig derbe Munition verwenden. Bleiben Sie nur am Leben, Wake! Überspringe alles auf der Checkliste, was ich kann! Ja, ich tue mein Bestes. Geht das nicht so schwer eigentlich? Noch geht's. Au! So, lad doch mal nach. Oh, ich glaube, das dicke Ende kommt zum Schluss. Da fliegen irgendwelche Teile in der... Oh, wow. Nicht euer Ernst. Ich gehe mal da unter das Dach. Au! Wo? Von wo? Weiterkämpfen, Wake! Wir sind fast startklar! Ja, beeilt euch. Ein kleines bisschen, ha? So, du bist jetzt auch fällig. Zwei Schuss noch. Egal, brauchen wir nicht mehr. So, nachladen. Alles mitnehmen, was noch in der Gegend rumliegt. Wer weiß, wann wir das nächste Mal zum Looten kommen. So war's das jetzt endlich. Wake, wir hauen ab! Machen Sie schnell! So. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt.
Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Großartig, auf uns allein gestellt. Hey, wir müssen diese Dinger loswerden. Wir treffen uns am Kraftwerk. So, ich will jetzt aber nicht unbedingt meine Leuchtmunition verwenden dafür. So, war's das jetzt? Kann man den nochmal? Ich glaube nicht. So, wir treffen uns am Kraftwerk. Wir sind wieder auf uns allein gestellt. Ganz großes Kino. Ich loot hier noch und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Falls jetzt beim Looten nichts Großartiges passiert. Ich meine, das nehme ich jetzt noch auf, keine Angst. Also es wird keinen ominösen Cut und sonst was geben. Wieso geht das Tor zu? Kontrollpunkt erreicht. Guter Punkt. Danke fürs Zusehen, ich bin draußen für heute, ich wünsche euch was. Ciao, Papa.